tiefen Forst. Ding, dong, der Amboss hell erklingt. Drei Raben umkreisen den dunklen, dunklen Horst. Ding, dong, ein Mädel leise singt. Habt ihr in der Ferne meinen Liebsten nicht gesehen? Könnte ich mich auch doch auf die weite Reise gehen? Es steht eine Schmiede im tiefen, tiefen Forst. Ding, dong, der Amboss nicht mehr gesehen. Den kaufe ich mir. Ach, ich strick mal meine Sachen immer selbst. Schau mal, das habe ich auch selbst zusammen. Die Wolle, die muss ich da jetzt nicht. Ich gehe gleich zum Schlittenfahren. Kommst du mit? Ach was, ich gehe lieber zum Skifahren. Ich komme auch mit. Du holst mich dann ab. Ach, da kommt ja jemand. Gott sei Dank. Ah, brav. Brav ist dir. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Gott sei Dank, dass Sie uns gefunden haben. Na, da bin ich ja gerade noch zurechtgekommen. Ja, es hätte schlimm ausgehen können. Ich habe die Lawine gehört und hinterher euer Rufen. Er ist am Fuß verletzt. Hoffentlich ist es nicht ganz so schlimm. Nehmen Sie einen kräftigen Schluck. Danke. Sie auch? Vielen Dank. Ja, sie hat uns wirklich der Himmel geschickt. Alleine hätte ich es mit ihm nie geschafft. Ohne meine Bella hätte ich euch nicht gefunden. Wir sind immer die anderen dran schuld. Sei froh, wenn Tante Andrea nichts merkt. Ja.
Hast du noch ein Geld bei dir? Aha. Nur für eine Suppe reicht's noch. Komm. Wieder Enzian, Eisen, so schön die Segel weit, soll unsere Liebe sein. Wieder Enzian, Eisen, so schön die Segel weit, soll unsere Liebe sein. Hollio, 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 soll unsere Liebe sein. Hollio, 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 soll unsere Liebe sein. Enzian ist aus. Eine neue Flasche. Wir sitzen im Trockenen. Was ist los, Martin? An meinem Geburtstag soll keiner verdursten. Oh, prima. Monika, eine Runde. Kommt gleich. Ist ja schon bestellt. Du, die haben schon ganz schön geladen, was? Bei uns geht's halt ein bisschen laut zu. Was darf's denn sein? Zwei Suppen, schönes Kind. Und was zu trinken? Danke, nur zwei Suppen mit Einlage. Zwei Suppen mit Einlage. Das ist nett von dir, Martin, dass du uns eingeladen hast. Ich werde mich doch nicht lumpen lassen. Monika, lass es nicht verdursten. Unsere Gläser sind leer. Du? Ich bestelle noch zwei Bier. Mensch, dazu reicht doch das Geld nicht mehr. Ach. Fräulein, zwei Maß. Ja, gleich. Ist doch egal. Bitte, meine Herren. Na, du? Du bist doch die Beste, hm? Der Martin ist im Wirtshaus. Er feiert Geburtstag. Thomas? Was willst? Vroni. Wo ist die Vroni? Ja. Ja, ist denn sowas möglich? Schmied! Thomas! So sag doch endlich, wo ist sie denn? Thomas, unser aller Leben liegt in Gottes Hand. Er hat die Vroni nach langer Krankheit zu sich in die Ewigkeit abberufen. Ja, aber das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Doch, Thomas. Vor 3 Monaten haben wir sie begraben. Es ist ein schwerer Schlag für dich. Aber der Herrgott schickt uns Prüfungen, damit wir uns seiner würdig erweisen. Und es steht uns nicht zu, daran Kritik zu üben. Ich bitte dich, sei still. Halte dich an ihn. Bete zu ihm und du wirst deinen Schmerz überwinden. Ich kann das nicht mehr hören. Nur im Glauben sind wir armen Menschen stark. Ich kann das nicht mehr hören. Der Herrgott war nie da, wenn ich ihn gebraucht habe. Thomas, versündige dich nicht. Du musst an ihn glauben. Er ist es, der deinem Leben einen Sinn verleiht. Mir hat er nie geholfen. Thomas! Oh. Diese Sünde wird dir der Herrgott nie verzeihen. Was ist denn los? Ist dir etwas über die Leber gelaufen? Ich weiß nicht. Als ich vorhin an der Schmiede vorbei bin, da ist einer davor gestanden, der hat ausgesehen wie der Schmied. Ich habe ihm zugerufen. Ach was, wenn einer 9 Jahre nichts von sich hören lässt, dann kommt er auch nicht mehr heim. Wer kommt nicht mehr heim? Der Fritz meint, weil einer vor der Schmiede gestanden hat und ins Haus gegangen ist, es wäre der Bichler gewesen. Ja, jedenfalls hat er ausgesehen wie der Thomas. Ja, da muss ich doch mal nachsehen. Bin gleich wieder da. Frische Luft kann dem auch nicht schaden. Du brauchst diesen Menschen gar nicht in Schutz zu nehmen.
So wie der sich aufgeführt hat, benimmt sich kein anständiger Christ. Am liebsten ging ich doch heute zum Herrn Pfarrer hinüber. Aber morgen in aller Früh, noch vor der Heiligen Messe, bin ich bei ihm. Von der Kanzel herunter müssen wir uns der ganzen Gemeinde verkünden. Aber Tante, das kannst du doch nicht tun. Wer weiß, was dieser Mann alles erlebt hat. Willst du ihn denn im ganzen Dorf unmöglich machen, jetzt, wo er endlich wieder daheim ist? Ja, und was wird denn dann aus Walter? Mein Gott, das habe ich ganz vergessen. Was denn? Das Kind. Er weiß noch gar nichts von Walter. Ich habe ihm gar nicht sagen können, dass die Froni nach seinem letzten Urlaub einen Buben gekriegt hat. Aber, Tante, das hätt's ihm doch sagen müssen. Weißt du was? Lauf schnell rüber und bring ihm den Jungen. Nein. Nein, Marianne, das tue ich nicht. Schau, vielleicht ist es sogar besser so. Der Schmidt soll gar nicht wissen, dass er ein Kind hat, vorläufig. Aber das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch sein Kind. Der Bub ist doch das Einzige, was er überhaupt noch hat. Außerdem hat er ein Recht auf den Jungen. Recht? Der Bub bleibt bei uns. Das könnte ich ja vor unserem Herrgott überhaupt nicht verantworten. Und wenn er Gewalt anwendet, mein das. Ich bin im Stand und sage, dass es gar nicht sein Kind ist. Tante, ja, soll der Bub vielleicht genauso gottlos werden wie sein Vater? Ja, ist das denn möglich? Grüß Gott, Thomas. Wieder zu Haus? Also hat der Fritz doch recht gehabt. Na, bist endlich heimgekommen, Schmied. Hast lange auf dich warten lassen. Na, Hauptsache, dass du wieder da bist. Ich glaube, wir beide werden schon gut verstehen. Na ja, hast dir dein Wiedersehen daheim auch anders vorgestellt. Aber da kann man nichts machen, Schmied. Das ist nun schon mal so, wie es ist. Kalt bei dir in der Stube. Pass auf, ich mach Feuer, dann wird's gleich gemütlicher. Oder wenn's dir lieber ist, komm mit zum Wirt. Natürlich auf meine Kosten. Ich hab heute Geburtstag. Na. Na also, ich hab schon gedacht, du bist nicht mehr ganz richtig. Was willst du? Dir Gesellschaft leisten. Oder soll ich dir die Andrea holen? Auf die Broni wartest du umsonst. Geh weiter saufen. Ach, du kannst nichts dafür, du kommst ja von den Wilden. Siehst doch so aus mit deiner Matratze im Gesicht. Raus jetzt! Was denn? Du willst mich rauswerfen? Mich? Den Martin, der dir jahrelang den Laden in Ordnung gehalten hat? Du, so darfst du mir nicht kommen, Freund, mir nicht! Sonst wirst du erfahren, wer hier der Herr im Hause ist. Komm, ich werde dir was zeigen. So, damit du schwarz auf weiß siehst, wer jetzt der Schmied ist. Wer hier ganz allein was zu sagen hat. Da, und da, und da, und da. Alles von der Vroni unterschrieben. Tausende habe ich für sie ausgegeben, weil sie so lange krank gewesen ist. Ich habe gearbeitet und geschuftet, Medikamente bezahlt und Doktoren. Dein ganzes Haus ist verschuldet, bis unter das Dach an mich. Ich kann dich rausschmeißen, aber nicht umgekehrt. Oder kannst du vielleicht bezahlen? Also, willst du noch mehr wissen über die Vroni und mich? Geh. Geh jetzt. So geh doch endlich! Na ja, ich geh ja schon. Aber wir sprechen uns noch. Und jetzt, meine Herrschaften, achten Sie genau auf meine Hände. Hier nichts, da nichts. Nur ein kleines Kartenspiel. Noch einmal gemischt. Und jetzt, Herr Oberzollrat, passen Sie genau auf. Ja, siehst du denn? Herr Oberzollrat, das hätte ich Ihnen aber nicht zugetraut. Geben Sie mir meine Karten wieder her. Ja, ich habe Ihre Karten nicht. So, so. Sie haben sie nicht. Was steckt denn dann in Ihrer oberen Rocktasche? Gestatten Sie. Nicht schlecht. Gut.
Was lachen Sie denn so? Wo Sie mir eben mein Herz Ass gestohlen haben? Mhm. Was? Ich? Ja. Geben Sie Obacht. Mhm. So ein Gauner. Was ist denn, Martin? Hast du dich geärgert? Der Schmied ist wirklich heimgekommen. Er hat mich rausgeschmissen. Wo warst du denn so lang, Martin? Ah, erzähl ich dir nachher. Du, was ich alles kann. Wer denn? Der Bazi da, der Zauber da hinten. Los, der Martin will auch was sehen. So, jetzt ist mir leichter. Meine Damen, meine Herren, hochverehrtes Publikum, jetzt kommt die große Attraktion. Aber dazu brauche ich 3 Eier. Da habe ich sie hier schon, 3 hübsche kleine Eierchen. Und dann benötige ich noch einen Hut. Darf ich um Ihren Hut bitten, Herr Nachbar? Danke. Und jetzt überzeugen Sie sich selbst. Kein Trick, keine Attrappe, kein doppelter Boden. Alles echt. Und nun... Okay, hol mir mal die Schnapsflasche her. Jetzt noch ein Tuch. Und diese Eierchen lege ich eins nach dem anderen in den Hut. Danke. Das Tuch decke ich über den Hut. So. Und geben Sie nun Obacht, was ich mit dieser Flasche tue. Schauen Sie sich die Flasche an und sehen Sie zu, was damit gemacht wird. So. Und nun ist hierin wohl nichts mehr heil. Oi? Es sind 6 Eierchen. Und alle gleich groß. Großartig! Narrisch. Das ist toll. Ja. Kannst du dir vorstellen, wie der das macht? Also los, Martin, erzähl, vielleicht kann man aus der Geschichte was lernen. Ja, also, das war vor 14 Tagen, da war ich bei meiner Tante im Salzburgischen beim Schlachtfest. So einen großen Schinken habe ich mit rüberbringen wollen, ich habe aber nicht gewusst, wie ich damit über die Grenze komme. Da hab doch ich Dienst gemacht. Ja eben, Max, deswegen erzähle ich es ja. Du, war das an dem Tag, wo mein Struppi dauernd an dir hochgesprungen ist? Freilich, und geschüttet hat's wie mit Kübeln. Ich hab ja gewusst, dass du bei so einem Sauwetter deinen anstrengenden Dienst nur vom Fenster aus erledigst. Kommt der da an, mit einem Parapluie, so groß wie Gartenschirm. Du Idiot! In dem aufgespannten Parapluie war doch der Schinken und 2 Haarbürsten aufgehängt. Und deshalb ist mein Struppi? Deshalb ist dein Struppi immer wieder an mir hochgesprungen. Zu dem Schinken? Ja. Und deine Würste? Die oben im Schirm versteckt waren. Und ich habe immer geglaubt, dass dich mein Struppi so gut leiden kann. Du, aber so schnell legst du mich nicht mehr rein. Du Schlawiner, du Zammerzupfter. Du, ich glaube, für uns wird's jetzt Zeit. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Fräulein, zahlen. Nix da. Geht alles auf meine Rechnung. Ja, danke schön dann auch. Los, komm. Auf Wiedersehen. Halt! Du, den Trick mit den Eiern musst du mir unbedingt verraten. Berufsgeheimnis. Ich gebe dir 3 Mark dafür. 3 Mark? Ja. Nein. 5 Mark. Für den Trick? 8 Mark. Na. Alles, was ich hab, du. 10 Mark. Na gut. Erst sagen, ja?
Ist das alles? Servus. Servus. Du, was hast du ihm eigentlich erzählt? Berufsgeheimnis, los, komm. Ach Quatsch, Berufsgeheimnis. Auf so einen Schwindel fällt doch keiner mehr rein. Kannst du mir noch nicht erzählen. Na, schau mal her. Weißt du, was das ist? Ein alter Blechwecker, höchstens 2,50 Mark. Verdammt, und sowas kann er nur ein Jahr kosten. Eins? Mindestens zwei, du, ich kenne mich da aus. Ist ja nicht wie bei armen Leuten. Wir haben ja noch mehr. Da hast du aber ganz schön daneben gelangt. Was ist denn das? Üb immer treu und Redlichkeit. Mensch, gib den Dreck her. Da bin ich aber nahhafter dran, du. Psst. Nichts wie weg. Martin! Komm, schnell einen Kuss. Wenn uns jemand sieht. Lass doch. Was gehen uns denn die Leute an? Du übrigens, was war denn vorhin mit dem Schmied los? Ach, jetzt fängst du wieder mit dem Schmied an. Rausgeschmissen hat er mich. Hat sich wie ein Irrer benommen. War direkt unheimlich. Aber ich werde mir schon mein Recht verschaffen. Komm, reden wir von was anderem. Wie du wieder rumläufst. Sag doch mal her, was hast du denn wieder mit deinen Nägeln gemacht? Du sollst dich nicht immer so anschmieren. Das geht dich gar nichts an. Glaubst du, ich will ewig hier bleiben in diesem Nest? Mhm. Ich will auch mal weiterkommen. Warte mal ab, bis du erst meine Frau bist. Dann wird das schon anders werden. Deine Frau? Da kannst du lange warten. Verdammt, mein Kreuz. Nicht mal da heroben ist man vor den Grünen sicher. Ja. Gefällt mir gar nicht. Müssen sehen, dass wir über die Grenze kommen. Na, lass mal, Hans. Wäre doch eigentlich ein ganz hübscher Winterstall für uns, hä? Hm. Gucken wir uns die Bude mal an. Noch ein paar Kurgäste. Frisst uns nicht alles weg, ihr Gauner. Du, Hans, ich hab was entdeckt. Ah. Da, schau mal her. Die können wir brauchen. Und Stück sind auch noch da. Na, wenigstens ein bisschen was. Ich halte es jetzt hier ein paar Tage aus. So. Jetzt auf einmal. Na, dann Mahlzeit. Da. Davon ist ein paar für dich. Was soll ich denn damit? Mir ist Knickbrechen, ne? Ah, das macht nichts. Meinst du, du kannst hier oben zu Fuß laufen? Mensch, du denkst auch nur ans Fressen.
Du? Hm? Ich glaube, hier oben bleiben wir. Von mir aus, solange der Vorrat reicht. Ja, sei ganz lieb. Grüß Gott, Schmied. Ich habe gehört, dass Sie endlich wieder heimgekommen sind. Ich möchte Sie als Pfarrer meiner Gemeinde aufs Herzlichste willkommen heißen. Zu Haus, Thomas Bichler. Schon gut. Sie sind noch ein wenig durcheinander. Ich kann es verstehen. Herr Schmidt, rauchen wir eine zusammen. Sie werden es schwer haben, sich wieder zurechtzufinden. Viele von uns sind heimgekommen. Viele hatten keine Heimat mehr. Frau und Kind verloren. Mussten ein neues Leben anfangen. Und das Leben ging weiter. Es geht weiter. Glauben Sie mir. Sie haben leicht reden. Sie haben ja noch einen Glauben. Aber ich habe die Scheiße von Anfang an mitgemacht. Viermal verwundet. Oh, das kann nur der verstehen, der selbst dabei war. Oder waren Sie in Russland? Ja, von Anfang an. Nein, nein, nicht als Pfarrer. Als Schütze Arsch, genau wie du und Millionen andere. Im Dreck gelegen. Stalingrad. Monat in Moranbergwerk. Sibirien. Naja, und als ich dann nach Hause kam, stand ich allein auf der Welt. Hatte die Eltern und die Schwestern verloren. Aber jetzt habe ich eine Aufgabe gefunden, meinen Mitmenschen zu helfen in ihrer Not und in ihrer Verzweiflung. Mich haben die Amis geschnappt. Wir dachten schon, der Krieg sei zu Ende. Für uns jedenfalls. Da hat uns so ein deutscher Hasser an die Russen ausgeliefert. Nach 3 Jahren bin ich mit noch ein paar Kameraden ausgebrochen. Sie hat man dann gehängt. Und mich? Weil ich schon beinahe am Krepieren war, mich hat man in ein Schweigelager gesteckt. Na und? Und fragst du noch? Du weißt ja, was 5 Jahre Schweigelager bedeuten. 5 Jahre nicht reden dürfen. Hunger, Kälte, schuften bis zum Umfallen. Leben wie die Tiere und keine Zeile von zu Hause. Und plötzlich eines Tages, wenn man gar nicht mehr dran glaubt, heißt Entlassung. Endlich steht man wieder vor seinem Haus, geht hinein, sucht seine Frau. Der erzählt einem irgendein Frauenzimmer, dass es Gott in seiner unendlichen Güte gefallen hat, diese Frau, deine Frau in die Ewigkeit abzuberufen. Und schon ein paar Minuten später knallt dir einer die Schuldscheine auf den Tisch und erklärt, dass man nur mehr von seinen Gnaden im eigenen Haus leben darf. Fragt auch noch, ob man gerne wissen möchte, was alles gewesen ist zwischen ihm und der Frau. Das ist der Willkommengruß der Heimat. Vater, ich bitte dich, lass mich allein. Wer könnte dich nicht verstehen?
Aber du musst zurückfinden. Zu dir, zu den Menschen. Du bist nicht allein, Bichler. Deine Frau hatte ja ein Kind zurückgelassen, das in Pflege bei Andrea ist, die zusammen mit Marianne dein Haus in Ordnung gehalten hat. Für dich, Bichler, und für deinen Jungen, der Tag um Tag für die Heimkehr seines Vaters gebetet hat. Für dich, den er nicht kennt, an den er aber glaubt wie an das Evangelium. Ich muss zur Kirche. Du redest da von einem Buben? Ich verstehe dich gut, Pfarrer. Dich und den anderen, der mich gefragt hat, ob ich noch mehr wissen will, was gewesen ist zwischen ihm und der Frau. Schäm dich, Schmied, dass du so über deine Frau nur denken kannst. Jetzt auch, Bella. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Grüß dich, Gott. Morgen, Pfarrer. Ich hätte mit dir zu reden, Bürgermeister. Wegen dem Bichler. Die Andrea war schon bei mir. So, so. Komm doch nach dem Gottesdienst zu mir in die Sakristei. Ich sag's dir, Pfarrer. Wiederschauen. Wiederschauen. Na, seid ihr alle gut in Form? Ja! Wollen wir ein Wettrennen machen, ja? Ja! Also, wer zuerst an der Kirche ist, bekommt von mir eine Tafel Schokolade. Los! Wir werden uns um den Thomas kümmern. Wer soll's denn sonst tun? Ich will nichts mit einem Menschen zu schaffen haben, der das Kruzifix mit den Füßen tritt. Und du solltest es noch viel weniger. Also, Tante, nimm's mir nicht übel, aber ich finde deine Ansichten über christliche Nächstenliebe schon ein bisschen eigenartig. Ich bring ihm das schnell noch rüber. Hungern soll er doch nicht, oder? Du wirst noch deine Wunder erleben. Grüß Gott, Thomas. Du, sie, du kennst mich sicher nicht mehr. Ich bin noch in die Schule gegangen, als du zum letzten Mal auf Urlaub da warst. Ich bin die Marianne. Sag, kannst du das nicht abstellen? Ich bin die Nichte von der Frau Forstmeister. Was willst du? Ach ja, Tante Andrea schickt dir was zum Essen. Ich brauch nichts. Lass mich in Ruhe. Na, du bist aber brummig. Wir meinen es doch gut mit dir. Das habe ich gesehen, seit ich da bin. Sag mal, musst du ausgerechnet am Sonntag hämmern? So, jetzt kannst du weitermachen. Das hätte ich beinahe vergessen. Mich gar aus dem Haus gewiesen. Ja, sowas, wenn das unser Pfarrer wüsste. Ja. Bei dem war ich halt schon in aller Frühe. Ach, nein. Na, dem Martin hat er ja auch das Haus verboten. Ach, von uns kriegt er keine Arbeit mehr. Die Froni tät sich ja am Grab umdrehen. Ja. Die Arme. Ja, da hast du wirklich recht. Ich habe mich beim Lehrer erkundigt. Der meinte, ich sollte mich halt mit dem Schmied aussprechen. Aussprechen ist gut. Mit dem kann man ja überhaupt nicht mehr reden. Ich an seiner Stelle würde zum Rechtsanwalt gehen. Dann würde er schon klein beigeben. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Bürgermeister.
Was darf es denn sein? Ein paar Weißwürst und eine halbe. Sofort, Herr Bürgermeister. Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Morgen, Herr Bürgermeister. Was meint denn der Herr Pfarrer wegen dem Schmied? Auch er ist der Ansicht, dass wir Geduld haben sollen. Der Schmied muss sich daheim erst wieder zurechtfinden. Und wir sollen ihm dabei helfen. Aber nicht so, wie es der Martin gemacht hat, der ihm gleich als erstes die Schuldscheine vor die Nase gehalten hat. Sehr richtig. Das war dem Martin sein gutes Recht. Das geht dich einen Dreck an. Das ist Sache vom Gemeinderat. Verstehst du? Meinetwegen soll der Schmied keine Schwierigkeiten haben. Wie wäre es denn mit einer Sammlung für den Schmied? So wie ich den Guten Thomas Appetit, kenne, nimmt er keine Almosen an. Wir wollen uns darüber nicht am Biertisch unterhalten. Mit dir möchte ich noch ein paar Worte unter vier Augen reden, Martin. Nicht so einen Lärm vor der Kirche. Grüß Gott, der Pfarrer. Grüß Gott. Pfarrer, spielen wir wieder miteinander? Nein, heute habe ich keine Zeit. Aber am nächsten Sonntag bin ich wieder da. Lasst euch inzwischen etwas einfallen, ja? Aber Fußball spiele ich mit euch Räubern nicht mehr. Wiedersehen. Was hat ihr denn den Vater mitgebracht? Seppel, der Pfarrer hat uns doch verboten, im Wald etwas zu sagen. Was hat der Herr Pfarrer verboten? Was ist mit meinem Vater? Red doch, Seppel. Dein Vater ist heimgekommen. Weißt du denn das nicht? Mein Vater ist heimgekommen? Ja, gestern Abend schon. Wohin des Wegs, Bichler? Bisschen Skifahren. Aha. Gehen wir zusammen, ja? Schön. Gut. Da bist du ja, mein Kind. Wo ist mein Vater, Tante? Komm, komm, setz dich einmal her zu mir. Aber er soll doch schon gestern gekommen sein. Warum habt ihr mir nichts davon gesagt? Warum hat er mich nicht geholt? Walter, dein Vater ist krank. Der weiß noch gar nichts von dir. Du musst ihm ein bisschen Zeit lassen. Ja, aber ich habe doch schon so lange auf ihn gewartet. War er denn nicht immer gut zu dir, mein Kind? Hast du mich denn gar nicht mehr lieb, Walter? Ja, aber jetzt ist doch mein Vater gekommen. Du bist ja nur meine Tante. Willst du also gar nicht mehr bei mir und bei der Marianne bleiben? Nein, ich will zu meinem Vater. Marianne, du weißt doch, wo mein Vater ist. Du gibst jetzt endlich Ruhe. Setz dich hin, wir wollen essen. Aber ich will doch zu meinem Vater. Still jetzt. Ich will kein Wort mehr hören. Ich will zu meinem Vater. Also, wenn du es nicht anders haben willst, dann komm. Tante! Den Jungen einsperren. Lass das meine Sorge sein. Du hast ihm doch immer von seinem Vater erzählt. Du hast ihn angehalten, für ihn zu beten. Jetzt darfst du ihn nicht wundern, wenn er zu ihm will. Ich habe ja nicht ahnen können, dass der Thomas als Ketzer heimkommt. Ketzer? Die Frau tot, die Schmiede verschuldet. Gib das Kind nicht her. Marianne! Thank you.
könntest wenigstens deine Mütze abnehmen, wenn andere beten. Schlamperei. Grüßen könntest du eigentlich. Entschuldige. Grüß dich. Was machst du denn überhaupt hier? Kochen tue ich. Aufräumen muss ja auch jemand. Tante Andrea siehst du so schnell nicht wieder. Hab auch kein Verlangen nach ihr. Das kann ich mir denken. So, setz dich. Essen ist fertig. Kommandieren kannst du wie unser Spieß. Du willst es ja nicht anders. So, guten Appetit. Danke dir, Marianne. Und du? Ich hab schon, danke. Aber ich muss was mit dir besprechen, wegen deines Buben. Wie alt ist denn der Bub? 10. Warum? Wann ist der Martin ins Haus gekommen? Ach so, meinst du das? Nein, da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Wirklich, Thomas. Du müsstest doch die Froni besser kennen. Danke dir. Erzähl mir was von ihr. Nein, das soll der Walter tun. Ich schicke ihn dir gleich rüber, ja? Wiedersehen. Wiedersehen, Marianne. Der Kuchen ist fein. Hier gefällt's mir. Mhm. So gut hätte ich so anders nie getroffen. Mhm. Frau Forstmeister, ich danke Ihnen wirklich, dass ich hier wohnen darf. Ist doch selbstverständlich, dass ich da helfe. Das ist christliche Nächstenliebe. Willst du noch einen Kaffee? Ja, ja. Kuchen nimmst du ja sowieso. Ja. Übrigens, der Bürgermeister hat mich in die Kanzlei bestellt. Ach so? Hm? Zum Oberbärer soll es kommen? Hm. Du, Martin, lass dich doch nur ja nicht einschüchtern. Du hast alle Trümpfe in der Hand. Das denke ich mir auch. Entweder der Thomas zahlt oder... Oder er nimmt dich wieder bei sich auf. Sag mal, Walter, was machst denn du da schon wieder? Ich hab's bald durch. Also geh rein, ich lass dich gleich raus, ja? Danke, Marianne. Und alles andere macht dann schon ich. Ja. Du verstehst mich, Martin. Ja. Ah, grüß Gott, Marianne. Ein Gast? Gast ist gut. Ich wohne jetzt bei euch. So. Der Walter ist ja noch immer eingesperrt. Ja, ich hab mit dem Martin was zu besprechen gehabt. Na, da will ich nicht weiter stören. Das Mädel hat ja den Buben genauso gern wie ich. Du, Walter, weißt du, wo ich war? Nein. In der Schmiede. Bei meinem Vater. Mhm. Marianne, darf ich jetzt zu ihm? Ja, aber sei ganz leise, damit Tante Andrea nichts mehr. Ja. So. Und geh hinten raus, ja? Ja.
Der Schmied ist ein bisschen kaputt, aber die Marianne meint, du wirst es schon wieder ganz machen. Ich aber erschreckt, du Schuft, du. Nett siehst du aus. Lass das. Ich habe erst noch ein Wort mit dir zu reden. So? Wo kommst du denn jetzt her? Ich? Wieso? Ich habe gehört, du wohnst jetzt bei der Frau Forstmeister. Ach, das weißt du auch schon. Ja, das spricht sich ja schnell rum. Ja, die Andrea hat mir das angeboten und mir gefällt's gut. Na, ich werde mächtig verwöhnt. Das kann ich mir denken. Und die Marianne wohnt auch dort. Na, wenn schon. Die Andrea hat auch viele gute Beziehungen und ich hoffe, dass ich durch sie wieder Arbeit bekomme im Dorf. Das ist alles. Und wie gefällt dir die Marianne? Och, die Marianne, die habe ich überhaupt noch nicht angesehen. Ich habe doch dich. Das möchte ich dir auch geraten haben. Der Bub kommt zurück. Der Bub kommt wieder zu mir zurück. Tante, mach es mir doch nicht so schwer. Es ist besser so für den Walter. Und der Thomas braucht ihn doch. Der Thomas verdirbt mir das Kind. Und wenn ich zum Bürgermeister gehen muss. Mach, was du willst. Ich jedenfalls werde mich um den Jungen kümmern. So. Es ist aber heute schon das dritte Mal, dass du in die Schmiede hinüberlaufst. Ist das alles nur für den Bum? Der Junge braucht doch seine Kleider. Ich habe mit dem Herrn Pfarrer gesprochen. Komm doch morgen mal zu mir in die Kanzlei. Ist recht. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Bürgermeister. Vater, warum hast du denn nichts zu ihm gesagt? Magst du ihn nicht? Er war aber immer sehr nett zu mir und zur Mutti. Er hat ihr immer was mitgebracht, wie sie so krank war. So? Weißt du, alle Menschen sind nicht so, wie deine Mutter war. Aber die Marianne schon. Also, jetzt geh weiter, lass halt was sehen. Jetzt soll er 10 Mark Zeit und kannst noch nicht. Komm, Max, zeig's Ihnen. Na, der Absteller da heute. Wenn er mich so bittet, ich brauche in erster Linie 3 Eier. Hab ich? Hab gut. Ich aber doch. Heute brauchen wir 9. 9? Wenn du willst, zauber ich dir 12. 3 Eier wie gewünscht. Ach, hier sind sie ja. 3 schöne kleine Eierchen. Jetzt brauche ich einen Hut. Gib mal deine Mütze her. Ja. Da hast du einen Hut. Danke. Meine Herrschaften? Überzeugen Sie sich selbst. Kein Trick, keine Attrappe, kein doppelter Boden. Alles echt. Meine Herrschaften, jetzt beginnt die Attraktion. Ein Ei, noch ein Ei und noch ein Ei. Jetzt brauche ich ein Tuch. Ah, simsalabim. No. Dieses schöne Tuch lege ich hier drüber. Hier nichts, da nichts. Schnapsflasche haben wir nicht? Bierflasche? Nein. Karabiner bitte. Geladen? Nein. Gut. Jetzt geht's los. Einteilung zum Streifendienst. Ich hab doch gleich gesagt, dass du halt wieder spielst. Der kommt es an. Das ist kein Problem. Jetzt hör. Das erste Turnier, wo es der Schusse kommt. Der wird ja. Sehen wir. Das ist ja normal.
Befehl ausgeführt. Danke. Natürlich der Gugelmoos. Immer dieselben. Sie melden sich dann bei mir. Jawohl. Aufpassen. Seit 2 Tagen treiben sich im Grenzgebiet einige komische Figuren herum, wie mir gemeldet worden ist. Also, doppelt scharf beobachten. Sie war sehr krank, Thomas, seit der Geburt von Walter. Es war wirklich nicht leicht für die Froni nach der Währungsreform. Arztzahlen, Medikamente zahlen, der Junge brauchte dauernd was zum Anziehen. Ich verstehe noch nicht, warum sie gerade von Martin das Geld genommen hat. Ja, Thomas, wie soll ich dir das erklären? Sieh mal, der Martin war doch dauernd im Haus und hat die Schmiede hochgehalten. Da hat er natürlich in alles Einblick bekommen. Ja, und die Froni war irgendwie ganz verändert. Sie ist immer stiller und verschlossener geworden. Ich glaube, sie hat gefühlt, dass es mit ihr zu Ende ging. Und sie hat so auf ein Lebenszeichen von dir gewartet und gehofft, dass sie dich wieder sieht. Warum hat sie denn überhaupt Schulden gemacht? Wir hatten uns doch etwas erspart. Das Geld wurde doch abgewertet. Und die Unterstützung reichte kaum zum Leben. Die Abgaben gingen weiter. Immer der Staat. Der sorgt vor allem dafür, dass er zu leben hat. Auch wenn Tausende von Existenzen vor die Hunde gehen. Thomas, du hast doch den Jungen jetzt. Wirst sehen. Alle werden dir helfen, dass du die Schmiede wieder hochkriegst. So, jetzt muss ich aber gehen. Die Tante wird schon schimpfen. Bitte, Marianne, nur noch schnell das Lied von der Schmiede. Du hast es mir versprochen. Morgen, Walter. Dein Vater ist jetzt nicht nach einem Lied. Doch, Marianne. Vater schimpft bestimmt nicht. Bitte. Na schön. Nicht alle Märchen sind aus alter Zeit. Es steht eine Schmiede im tiefen, tiefen Forst. Ding, dong, der Amboss hell erklingt. 3 Raben umkreisen den dunklen, dunklen Horst. Ding, dong, ein Mädel leise singt. Da sag ich dir, den Trick mit den Eiern, den probier ich nochmal. Ja, aber ohne mich, gell, dass du's weißt. Ich zahl doch nicht 10 Mark umsonst. Ich bin doch nicht blöd. Blamierst du dich ja doch. Ah, du bist schuld, okay, wenn wir heute Dienst machen müssen. Gibt es was Schöneres als gottesfreie Natur? Ja, du musst es ja wissen. Oft genug hat dich der Alte heraufgeschickt. Nur kein Neid, bitte. Halt jetzt euer Maul. Auf geht's. Aber ja, Wachtmeister, Sie haben auch gar keinen Sinn für Romantik. Also weiter. Gehen wir. Also pass auf. Der Kaiser Karl, der hatte 7 Kinder und eine furchtbar böse Frau. Aber Vater, das ist doch nicht die Geschichte vom Untersberg. Aber natürlich. Der Kaiser Karl sitzt im Untersberg und wenn der Bart durchgewachsen ist, durch den Tisch. Aber nein, Vater, das ist doch der Kaiser Barbarossa, weißt, der Kiffhäuser. So? Jetzt erzähl ich dir die Sage vom Watzmann. Oder ich erzähle die Geschichte vom Untersberg, ja? Nein, nein, das machen wir morgen. Jetzt ins Bett. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht und schlaf recht gut. Du auch. So. Gute Nacht. Ganz recht hast, Martin. Jedenfalls so, wie der Schmied sich das vorstellt, kann er mit mir nicht umspringen. Jawohl. Dass du dein Geld wiederhaben willst, ist dein gutes Recht. Aber dem Thomas gleich in der ersten Stunde zu sagen, dass er kein Dach mehr über dem Kopf hat? Wenn ich jemandem zu Dank verpflichtet bin, dann werfe ich ihn nicht zur Tür hinaus. Oh. Wie hat er es denn mit mir gemacht? Habe ich vielleicht so eine Behandlung verdient? Wir müssen ihm alle Geduld mit ihm haben. Von der Geduld allein kann aber der Martin nicht leben. Der Thomas lässt ihn ja nicht einmal mehr an der Schmiede arbeiten. Er hat ja vorerst bei Ihnen freie Kost und Logis gefunden, Frau Forstmeister. Also verhungert er ja vorläufig noch nicht. Es gibt überhaupt nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich kann als Schmied weiterarbeiten oder er gibt mir mein Geld zurück. Ist gut. Ich werde es dem Thomas sagen und gebe dir dann wieder Bescheid, Martin. Ja. Und was ist da mit dem Kind, Bürgermeister? Wenn der Bub noch lange in dem gottlosen Haushalt drin ist, verkommt er ja ganz. Ich kann ihm sein Kind nicht wegnehmen, nur weil er sich im ersten Schreck vergessen hat. Aber man muss doch... Auf Wiedersehen, Frau Forstmeister. Wiedersehen, Herr Bürgermeister.
Und pass gut auf in der Schule, mit der Lehrer auch zufrieden ist mit dir. Und nach der Schule laufe ich ganz schnell heim. Auf Wiedersehen, Vater. Wiedersehen. Andrea, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Komm, Martin. Ja? Grüß dich, Ludwig. Ah, du bist es, Thomas. Grüß dich. Sind dir die zwei noch begegnet? Muss dich nicht ärgern, Thomas. Ich werde die Geschichte schon noch gerade biegen. Aber erst will ich dich als Bürgermeister begrüßen und dir von ganzem Herzen wünschen, dass du in deiner Heimat bald all das vergisst, was in den letzten Jahren gewesen ist. Als alter Freund aber sollst du wissen, dass ich immer für dich da bin, wenn du einen guten Rat oder eine Hilfe brauchst. So, nun setz dich. Magst du einen Schnaps? Nein, danke dir. An den Luxus muss ich mich erst wieder gewöhnen. Was ich dich fragen wollte, waren die zwei wegen mir bei dir? Also, pass auf, Thomas. Ich will erst gar nicht lange um den Brei herumreden. Es war schon ein bisschen viel, was ich daheim erwartet hat. Aber du selber bist wie ein Elefant im Porzellanladen herumgetrampelt. Du meinst wegen der paar lumpigen Schuldscheine? Das ist es ja, Thomas. Ja. Yeah. Hör zu. Die Vroni hat zum Schluss keinen anderen Ausweg mehr gewusst und hat dich für tot erklären lassen. Weit weg davon war ich auch nicht. Die Sache ist blutig ernst, Thomas. Denn von Amts wegen bist du tot. Du hast also als Heimkehrer keinerlei Hilfe oder Unterstützung zu erwarten. Ja, aber ich bin doch nicht gestorben, Ludwig. Das ist es ja gerade, Thomas. Aber im Register bist du für tot erklärt. Und nun müssen wir erst nachweisen, dass das ein Irrtum ist. Da komme ich nicht mehr mit. Warum hat denn das die Vroni überhaupt gemacht? Ja, Thomas, da bin ich selber auch mit Schuld. 45 sind drei Kriegskameraden von dir nach Reichenhall zurückgekommen und alle drei haben erklärt, sie hätten gesehen, wie es dich bei Frankfurt an der Oder erwischt hat. Und nun, Thomas, musst du nachweisen, erstens, dass du der Schmied Thomas Bichler bist und zweitens, dass du lebst. Denn die Todeserklärung muss amtlich aufgehoben werden. Dass ich der Schmied bin, das wisst ihr doch alle. Und dass ich noch lebe, das sieht doch ein jeder. Richtig. Ich habe auch schon alles vorbereitet, Thomas. Aber meine Angaben müssen erst überprüft und bestätigt werden. Und erst dann erkennt dich der Staat wieder an und setzt dich auch wieder in deine Rechte ein. Wenn ich dich recht verstehe, Bürgermeister, dann bin ich jetzt ein Namenloser, ein Staatenloser. Allerdings. Aber nur so lange, bis diese Formalitäten erledigt sind. Damit du aber erstmal über den Berg kommst, hat der Gemeinderat beschlossen, dir so gut und weit als möglich zu helfen. Da ist erstmal die Geschichte mit dem Martin. Der Kerl kommt mir nicht mehr ins Haus. Gut. Aber dann will er sein Geld zurückhaben. Wenn ich es hätte, würde ich dir aushelfen. So aber muss ich schauen, dass dir der Gemeinderat ein Darlehen bewilligt. Ich brauche kein Darlehen, lieber arbeite ich Tag und Nacht. Vorausgesetzt, dass man dir Arbeit bringt, mein Lieber. Aber nachdem die Andrea schon die halbe Gemeinde gegen dich aufgehetzt hat... Ihr wollt mich loswerden. Aber so leicht zwingt ihr den Thomas Bichler nicht in die Knie. Ich brauche euch nicht, dich nicht, die Gemeinde nicht und schon gar nicht euren sauren Vaterstaat. Ja, aber so lass doch mit dir reden. Da gibt's nichts mehr zu reden. Ja, aber... Tja, als Schmied kann ich ihn nicht anstellen. Da reicht mir die Arbeit nicht aus. Aber wenn er überall mit anpackt... Das tut der Martin schon. Er ist ein sehr fleißiger Mensch. Ja. Und zum Schmied geht ohnehin keiner mehr. Herr Bayer, Telefon! Sofort! Also gut, Frau Forstmeister. Du kannst morgen bei mir anfangen. Ja? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen! Dankeschön. Jetzt muss nur noch die Marianne deine Sachen vom Schmied holen. Geh her, mach den Draht fest. Siehst du, Depp, habe ich dir nicht gesagt, dass man hier oben nicht zu Fuß laufen kann? Mir langt's für heute. Sag mal, hast du nicht irgendwas zu rauchen für mich?
Ob du nicht was zu rauchen hast? Ja. Hoppla, kann ich dir helfen? Danke, mach ich schon selber. Jetzt kennen wir uns schon so lange und ich habe noch gar nicht gemerkt, was für ein nettes Mädchen du geworden bist. Das ist aber sehr originell, was du da sagst. Doch, doch. Ich meine es ernst, Marianne. Du gefällst mir. Sag mal, hast du schon einen... Ich meine, ist da schon jemand, der mit dir... Stotterst du immer so? Oh, du weißt schon, wie ich es meine. Sag mal, wie wär's denn mit uns beiden? Wo wir jetzt zusammen wohnen? Also auf dich habe ich ja gerade noch gewartet. Sei nicht beleidigt, aber du müsstest schon ganz anders sein als du. Naja, ich habe ja auch bloß Spaß gemacht. Na, dann ist ja gut. Aber einen Gefallen könntest du mir tun. Hm? Wenn du wieder zum Schmied gehst, bring doch bitte meine Sachen mit. Ich habe das Gefühl, es ist besser so. Deine Tante hat auch gemeint, du sollst das gelegentlich mitnehmen. Herrichten werde ich dir's. Aber holen musst du schon selber. Danke schön, Marianne. Das sind an. Ich muss gehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Hm? Bessere dich. Uns in Herrgott lass uns ins Spiel. Aber wenn du von der Gemeinde nichts wissen und nichts annehmen willst, kann dir auch keiner helfen. Ich will nur mein Recht. Du bekommst ja auch dein Recht, Bichler, aber alles braucht seine Zeit. Wenn ich Haus und Hof verloren habe, ist es zu spät. Lieber mache ich Schluss mit mir und dem Buben. Schluss machen, sagt er, Schluss machen. Statt dir gut zuzureden, gehört dir eine Tracht Prügel. Du gehst einen falschen Weg, Bichler, glaub mir's. Du verrennst dich immer mehr und verscherzt dir mit deinem Dickschädel jede Sympathie im Dorf. Aber bevor es so weit ist, nehme ich dir den Buben weg, hast du mich verstanden? Du mir? So wahr ich der Pfarrer bin. Richte dich danach. Und jetzt adieu. Grüß Gott, Hochwürden. Grüß dich Gott, Marianne. Wo gehst du denn hin? Ich bringe das nur noch schnell zu Thomas. Aha, du bist ja die Einzige, von der er sich noch was sagen lässt. Naja, ich versuch's halt. Wissen Sie, ich glaube, man muss ihm das Gefühl geben, dass er im Dorf wieder gebraucht wird. Mhm. Mach's gut, Marianne. Und der Tante bestellt, sie soll mir nicht die ganze Gemeinde verhetzen, ja? Sonst kriegst du es mit mir zu tun. Ja, ist gut. Wiedersehen. Grüß dich Gott, Marianne. Grüß dich, Thomas. Da habe ich noch Sachen von Walter. Was ist denn? Kann mir der Pfarrer den Buben nehmen, Marianne? Nein, das wird er nicht tun. Ich finde mich einfach nicht mehr zurecht. Lebt ihr denn jetzt in einer anderen Welt? Nein, Thomas. Die Leute hier meinen es doch gut mit dir, wirklich. Du kennst doch ihre Art. Wenn du dir helfen lässt, dann... Ach, helfen lässt? Die sind doch alle gegen mich. Nein, Thomas, das bildest du dir nur ein. Die Jahre haben dich natürlich verbittert und vieles ist anders geworden hier. Ich verstehe dich ja. Du musst versuchen, dich anzupassen und wieder einzuleben. So, jetzt mache ich euer Essen. Der Walter kommt gleich von der Schule. Grüß dich Gott, Thomas. Hast lange auf dich warten lassen. Kennst mich nimmer? Doch. Ja, weshalb ich zu dir komme. Am Kreuz auf dem Grab von den Eltern ist jetzt der Herrgott halb weggebrochen. Und weil du wieder da bist, meint der Bürgermeister, du könntest das in Ordnung bringen. Gib's zum Martin, der kann das besser als ich. Da jetzt sowas. Du hast doch das Kreuz damals selber geschmiedet und warst noch so stolz darauf. Damals, vielleicht. Jetzt ist er ganz übergeschnappt. Vater hingegangen? Ist er nicht draußen in der Schmiede? Na, gerade ist er weg. Und wie es ihn pressiert hat. Da wird er auch gleich wieder kommen. Musik.
Halt, Grenzpolizei. Wieso? 50 Meter von hier ist die Grenze. Was denn für eine Grenze? Die österreichische Grenze. Hier ein Ausweis, bitte. Ich habe keinen Ausweis. Nur einen Entlassungsschein und den habe ich nicht bei mir. So. Ich bin doch der Schmied vom Dorf. Sie sind der Pichler? Ja. An Ihrer Stelle würde ich mich aber schnellstens um meinen Ausweis kümmern. Hier im Grenzgebiet könnte das mal sehr unangenehm für Sie werden. Der arme Kerl ist erst mit dem letzten Transport zurückgekommen. Gute Nacht, Bischler. Na, so ein Lackel. Habe ich dir nicht ausdrücklich mein Haus verboten? Ich habe bloß meine Sachen geholt, wenn du nichts dagegen hast. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Du brauchst dich gar nicht so aufzublasen, von wegen Haus verbieten. Vorläufig gehört's noch mir. Aber kannst du deine Schulden bezahlen. Aber das Maul aufreißen. Na los doch. Du bist mir viel zu dreckig, als dass ich mich an dir vergreife. Blöder Hund, hier werde ich's noch einzahlen. Der Vater kommt. Guten Abend, Thomas. Grüß Gott, Vater. Die Grenze haben mich gestellt. Nicht an meinen Bergen hat man seinen Frieden. Thomas, ich glaube, du siehst ihm alles schlimmer, als es in Wirklichkeit ist. Ihr redet ihm alle furchtbar gescheit. Lasst mich doch endlich in Ruhe. Marianne, sei mir nicht böse. Vielleicht sehe ich wirklich alles falsch. Du kommst doch wieder. Warum machen Sie eigentlich der Marianne immer so viel Vorwürfe? Ist das meinetwegen? Oh, Martin, was fällt dir denn ein? Nur diese ewigen Laufereien in die Schmiede müssen endlich aufhören. Das Mädel vernachlässigt ja schon ganz ihren Posten in der Gemeindekanzlei. Na ja, sicher tut sie das nur dem Walter zuliebe. Oder ist es etwa wegen dem Schmied, hm? Das geht dich gar nichts an. Aber mich? Ich glaube, da hätte ich auch noch ein Wort einzureden. Nein, Tante. Ich bin selbst alt genug, um zu wissen, was ich tun und lassen kann. Ja, wie redest denn du zu mir, die ich dich aufgezogen habe wie mein eigenes Kind? Wie mir's ums Herz ist. Ich geh schlafen. Gute Nacht. So hat das Mädel noch niemals zu mir gesprochen. Frau Forstmeister, ich glaube, ich gehe jetzt meine Sachen auspacken. Ja, tu das, Martin. Es ist ja auch schon Zeit zum Schlafen gehen. Gute Nacht, Frau Forstmeister. Gute Nacht, Martin. Schule. Warum hast du denn noch kein Feuer gemacht? Weil ich keines brauche. Ich habe doch keine Arbeit. Ach so. Aber das macht nichts. Ruh dich nur ein bisschen aus. Mhm. Wirst sehen in ein paar Tagen, dass du mehr Arbeit, als du denkst. Hoffentlich. Moment, Vater, ich komm gleich. So, da ist der Backen zu richten. Siehst, schon hast deine Arbeit. Jetzt muss ich aber gehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, danke schön. Ah, jetzt hält es wieder. Wiederschauen. Servus, Martin, servus. Na, wenn das so weitergeht, brauche ich bald eine Hilfe. Jetzt wird's dem Schmied bald leid tun, dass er dich nass geschmissen hat. Das glaube ich auch. Wo soll ich denn hin tun? Nix mal dahin. Der Bürgermeister kommt gleich. Willst du dich nicht setzen? Nein, danke. Ich stehe schon lieber. Guten Morgen. Ah, der Thomas. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Morgen. Willst du zu mir? Mhm. Na, dann komm. Na, was gibt's, Schmied? Schmied? Eben habe ich gesehen, wie die Bauern der Martin die Arbeit an die Tankstelle bringen, die Bande. Deine Ausdrücke kannst du dir sparen.
Aber wenn du die Arbeit, die man dir bringt, erst aussuchen willst, darfst du dich nicht wundern, wenn keiner mehr zu dir kommt. Ah. Haben sie dich jetzt auch schon so weit? Ist recht. Übrigens, die Grenze haben mich gestellt und einen Ausweis verlangt. Den brauchst du dir nur auf der Landpolizei holen. Aber ich an deiner Stelle würde mich nicht so viel in den Bergen und an der Grenze herumtreiben. Ja, wollt ihr mir das Letzte, meine Berge, auch noch verbieten? Von verbieten ist keine Rede, Schmied. Aber seit du wieder da bist, stimmt es nicht mehr ganz da droben. Willst du vielleicht behaupten, dass ich schmuggle? Jedenfalls wird es mir geschmuggelt und gewildert. Und das alles erst, seitdem ich wieder hier bin? Die Leute sagen es, Thomas. Und es ist nicht gut, wenn über einen so geredet wird. Herr Bürgermeister. Ihr wollt mich also fertig machen? Du willst dir ja nicht helfen lassen. Von euch nicht. Ab heute helfe ich mir selber. Ich komme gleich wieder. Thomas! Thomas, ich habe Angst um dich. Lehrer schickt mich, ich soll Ihnen bestellen, dass der Seppel heute 2 Stunden nachsitzen muss, weil er im Schulhaus 2 Fenster eingeworfen hat. Dass der Lausbub immer was anstellen muss. Aber der soll mir nur heimkommen. Ist gut, Walter. Da, kauf dir was dafür. Dankeschön, Herr Bayerl. Na, Walter, was machst du denn hier? Grüß dich, Martin. Ich hab dem Herrn Bayerl nur was ausrichten müssen. Ja. Na, gefällt's dir hier besser als bei uns in der Schmiede? Besser nicht, aber mit deinem Vater vertrage ich mich halt nicht. Baby. Willst du meinen Buben auch noch gegen mich aufhetzen? Hast nicht so das ganze Dorf gegen mich gehetzt, du spinnst ja. Du bist ja verrückt. Wer kann ich denn? Schmied! Drauf wird da nichts. Geh in die Werkstatt. Mit mir kann er das nicht machen. Geh in die Werkstatt. Loslassen! Bist du denn wahnsinnig? Sag ich den Kerl, bring ich um. Vater! Komm. Verschwind jetzt. Aber schnell. Da hat er den Verstand verloren. Schrecklich. Ich gehe sofort zum Bürgermeister. Ja. Man muss ihm das Kind wegnehmen. Ich komme mit. Ich auch. Anzeigen. Der arme Kleine. Ja, das ist der Richtige. Bürgermeister, so kann das nicht mehr weitergehen. Das Kind muss ihm weggenommen werden, ehe ein Unglück geschieht. Anzeigen müsste man ihn. Überschreit euch nur nicht. Geht es wieder mal um den Schmied und seinen Buben. Ja, und ihr habt es vorausgesagt, wie das Ganze kommen wird. Er hat den Verstand verloren. Da muss die Gemeinde eingreifen. Noch ist kein Grund zum Eingreifen gegeben. So, na, dann hätten Sie jetzt einmal sehen sollen, wie der Schmied den Martin angegriffen hat. So, dann werde ich gleich mal zur Polizei rübergehen. Ja, also geschehen muss da was. Bevor es alle gesehen, was er mit dem Martin getan hat. Das halbe Dorf ist rebellisch deinetwegen. Was war denn? Das geht dich nichts an. Kümmere dich nicht um mich. Ach, du benimmst dich wie ein Irrer. Komm, Walter. Lass den Jungen da. Schau, dass du rauskommst. Was schaust du denn gar so bis, Marianne? Ach, ausgeworfen hat er mich, der Thomas. Einsperren müsste man den Kerl. Der bringt doch die ganze Gemeinde in Aufruhr. Reden Sie ihm doch noch mal gut zu. Also gut. Ich will sehen, was ich machen kann. Danke. Grüß dich, Gott. Grüß Gott, Herr Pichler. Grüß Gott, was gibt's? Es ist Anzeige gegen Sie erstattet worden. Anzeige? So. Ja. Und warum? Habe ich vielleicht etwas Gesetzwidriges verbrochen, weil ich mich nicht mehr länger schikanieren lassen will? Sie haben den Martin tätlich angegriffen. Sonst nichts. Die Leute haben Angst um den Buben. Wenn Sie nur gute Ratschläge geben, können Sie sich die Zeit sparen. Wiedersehen. Auch recht, Bichler. Aber klug ist das nicht von Ihnen. Adieu. Gar
Hey, Schmied, kann man hier reden? Du musst uns helfen. Die Polizei hetzt uns. Es geht uns genauso wie dir. Wir sind Flüchtlinge und wollen über die Grenze. Meine Familie ist schon drüben. Aber er hat alle seine Papiere verloren. Und da wollte ich ihn in dem Stich lassen. Um eine Haar hätten uns diese Nacht die Grenze geschnappt. Du, wie die Hunde haben die uns gehetzt. Kannst du uns nicht helfen, Schmied? Du kennst doch hier jeden Weg und Steg. In 2 Stunden hätten die Grenzer oben Ablösung. Du, das ist unsere letzte Chance, sonst kriegen die uns noch. Wo treffen wir uns? Bei der Alm vom Lechner. Abgemacht? Ich komme. Bis nachher. Danke. 2 Uhr. Walterle, ich muss schnell weg. Bin aber um 6 Uhr wieder hier. Was machst du denn auf der Alm vom Lechner? Ich bin bestimmt um 6 Uhr wieder daheim. Mach schon Schulaufgaben, ja? Ja. Was ist denn los mit dir, Marianne? Was hast du denn? Ich weiß nicht, Tante. Ich habe so eine Angst in mir. Hoffentlich ist er denn nicht zu schwer. Audrey, ist doch der Schmied? Ja, richtig. Schnell! 300 Meter sind noch bis zur Grenze. Es muss gehen, los! Kommen wir nicht durch. Los, zurück zur Hütte. Thank you.
drei Gruppen. Eine rechts, eine links, die dritte den anderen nach. Für mich. Da schau mal, Meister, was der alles im Rucksack hat. Dass du verrückt geworden bist, das sagt man im Dorf. Aber dass du schmuggelst, das ist mir neu. Das hätte ich dir nicht zugetraut. Karl, glaub mir, ich weiß wirklich nicht, was im Rucksack ist. Das kannst du unserem Obermeister erzählen. Ob er es glaubt, das ist was anderes. Los, gehen wir zur Station. Du nimmst wieder deinen Rucksack, Schmied. Ihr beide kommt mit. Und ihr beide geht wieder auf Streife. Jetzt gestehen Sie schon endlich, woher Sie das Zeug haben, Bichler. Ja. Ich hab doch nur den beiden Flüchtlingen hinüberhelfen wollen. Ich will wissen, woher die Sachen stammen. Obermeister Volkhammer. Ja, bitte? Der Messner von St. Bartholomä ist überfallen und die Kapelle ausgeraubt worden. Wer? Der Schmied? Der Bichler Thomas? Ist gut, ist gut. Ich gehe sofort los, Herr Obermeister. Das scheint ja interessant zu werden. Der Herr Pfarrer hat mir eben durchgegeben, dass der Messner von St. Bartholomä überfallen und die Kapelle ausgeraubt worden ist. Er hat bereits die Landpolizei verständigt. Den Messner überfallen? Und die Kapelle ausgeraubt, Bichler. Und da leugnen Sie immer noch? Ich habe um Gottes Willen, ich habe mit der Sache wirklich nichts zu tun. Aber das beweist doch das Gegenteil. Ja, wo rennst denn jetzt noch hin? Walter? Walter! Tom. Ist der Bürgermeister da? Nein, der ist drüben im Gasthaus. Danke.
Ich habe alles veranlasst. Die Herren sind unterwegs. Wo ist der Bürgermeister? Hier. Der Thomas ist weg mit dem Kind. Vielleicht ist er geflohen. Dann hat er auch den Kirchendiener niedergeschlagen. Ja, aber... Der Pfarrer hat den Mesner von St. Bartholomä bewusstlos aufgefunden. Die Kirche ist ausgeraubt worden. Nein, nein, sowas tut der Thomas nicht. Ich will mal telefonieren. Hier, Krapf. Bitte, Fräulein, geben Sie mir die Grenzstation Obermeister Volkhammer. Volkhammer? Ja? Ja? Wir haben ihn schon. Was, ein Buben? Nein. Jedenfalls war der Bub nicht bei ihm. In Ordnung, Krapf. Ende. Was ist mit meinem Buben? Fort ist er. Fort? Wohin denn? Er hat gehört, dass ich zu allen vom Lechner waren wollte. Sicher ist er rauf und sucht mich. Ich werde dort nachschauen. Herr Obermeister, lassen Sie mich mitgehen. Bitte. Gut, Schmidt. Ich übernehme die Sache selbst. Bin doch zwei Mann. Ihr müsst es den Buben suchen. Wenn dem Walter was passiert, bist du dran schuld. Du ganz allein. Recht hast du, Marianne. Das hast du nun von deinen saudummen Schulkennen. Wäre alles anders gekommen, wenn du nicht so starkköpfig gewesen wärst. Ja, ja, du hast ihn so weit getrieben. Ja. Du bist so schuld daran. Ist doch immer ein dicker. Ja. Der Löffel ist jetzt aus, die Suppe. Martin. Ach, lasst ihn nur. Ihr sucht den Jungen und ich muss nach Bartholomä. Walter ist weg. Das ganze Dorf sucht ihn schon. So weit hat das jetzt gebracht. Und Thomas haben die Grenze beim Schmuggel erwischt. Eine Kirche soll ausgeraubt haben. Ich kann's nicht glauben. Und wo der Walter ist, weiß niemand. Oh. Was sagst du da? Der Walter ist weg? Wie ist denn das bloß gekommen? Ja, so red doch du. Fort? Fort ist er? Das ist doch gar nicht möglich. Das kann doch unser Herrgott gar nicht zulassen. Tante. Marianne, komm mit mir. Das Kind muss doch irgendwo zu finden sein. Was wird aus dem Jungen? Den lassen wir hier. Meinst du vielleicht, den können wir mit über die Grenze nehmen? Dass du den Messner gleich zusammengeschlagen hast, wird uns noch schwer zu schaffen machen. Hätte er nicht um Hilfe geschrien, wäre ihm nichts passiert. Und was machen wir jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Aufmachen! Aufmachen! Verdammt! Mensch, das ist der Schmied! Sofort aufmachen! Aufmachen! Ah, da bist du ja wieder. Bist du den Grünen doch ausgekommen? Na, hoffentlich weißt du jetzt einen besseren Weg über die Grenze. Herr Walter hier. Herr Walter? Nein. Du, wo hast denn du unseren Rucksack? Vater. Haben sie dir was getan? Aufgesteckt haben sie mich. Einsperren wollten sie mich. Du warst unter dem Rucksack. Was heißt Rucksack? Vater! Oh,
träumst du? Ihr Rechtsheiligen, ihr Schweine, ihr nicht da zum Dienststempeln. Da bin ich ja gerade recht gekommen. Schmied, ich glaube, jetzt sind wir quitt. Wie kommst denn du überhaupt hierher? Na, deinen Buben suchen. Wegen euch ist das ganze Dorf unterwegs. Ah, das sind sie ja. Alte Bekannte. Habe ich damals also doch richtig gesehen, unten im Gasthaus, hm? Da bist du ja endlich, du kleiner Ausreißer, du. Warum habt ihr mir nicht gesagt, dass im Rucksack gestohlene Sachen sind? Ich hab ja bloß Schmiere gestanden. Mensch, halt's Maul! Hättest du den Rucksack denn übergetragen, wenn du gewusst hättest, was drin gewesen ist? Lass ihn. Ach, so ist das nun. Also habt ihr in Bartolomé eingebrochen, hm? Ja, Schmied, dann habe ich dir Unrecht getan. Ich hab geglaubt, du steckst mit diesem Burschen unter einer Decke. Wollen wir die beiden gleich mal abführen? Los, raus mit ihnen. Wiedersehen. Ja, dann fahre ich mal mit runter. Ich danke dir. Na, ist schon gut, Schmied. Das Dorf hat für uns beide Platz. Und übers Geld reden wir mal in Ruhe. Servus. Wiedersehen, Martin. Ja, Walter, was machst du denn für Sachen? Warum bist du denn nicht zu Hause geblieben? Ja, Thomas, hättest du viel ersparen können, wenn du nicht so ein Dickkopf gewesen wärst. Kamerad, Pfarrer. Ein Sonntag, wer sein soll. Auch für dich. Aber jetzt fahren wir ab. Die drunten erwarten uns. Vor allem dich, Thomas Bichler. Thank you.